Grüß Gott, ich zeige Ihnen heute, wie man einen Doppelzylinder aus einer Türe ausbaut. Man nimmt die Zylinderbefestigungsschraube, lockert sie, dreht sie heraus. Steckt den Schlüssel an, stellt ihn schräg, damit man die Sperrnase in der Flucht hat eines Zylinders und zieht ihn heraus. Das war's. Die umgekehrten Reihenfolge baut man uns wieder ein. Zylinderschlüssel wieder anstecken, verdrehen, damit die Zylindernase fluchtet. Wieder einstecken. Türbeschlag ausrichten, unbezinkt Zylinderschraube waagrecht ansetzen. Am besten tut man den Zylinder dann etwas raussperren, dass der Riegel rausschaut, und dann schraubt man den Zylinder fest. Dann ist man sicher, dass der Zylinder richtig in der Position steht. So, dann tun wir den Zylinder im Sichtmodus demontieren, die Zylinderschraube wieder lockern, herausnehmen, Schlüssel anstecken, Zylinderschlüssel schräg stellen, herausziehen, fertig. Wieder einbauen, einführen in die Zylinderöffnung, ein bisschen den Riegel heraussperren. Zylinderschraube wieder exakt waagrecht ansetzen, festziehen, und sperren probieren.